Bei unserem Besuch auf Gut Herbigshaben, der Heinz-Sielmann-Stiftung, haben wir einen Fermentier-Workshop gemacht mit Britt Werner. Sie ist Dozentin für die Heinz-Sielmann-Stiftung und ich werde das hier einfach mal in einem Stück zeigen, denn das war eine wirklich lustige Angelegenheit. Sehr interessant daran war, dass eigentlich keine Besucher dabei sein sollten. Und irgendwie ist das wohl bei der Zeitung, bei der Pressenachricht schiefgelaufen und plötzlich meldeten sich Leute an, die dabei sein wollten. Natürlich musste dann die Anzahl begrenzt werden und letztlich durften 3 mit in die Küche, damit wir die Abstandsregeln einhalten. Aber so wurde das Ganze eine ganz nette, freundliche und schöne Angelegenheit, sogar mit Zuschauern, die Fragen gestellt haben und richtig mitgemacht haben. Viel Spaß dabei! Wir sind hier jetzt tatsächlich in Duderstadt gelandet, in der Küche des Schulbauernhofes der Heinz-Sielmann-Stiftung in Duderstadt. Und wir werden heute etwas übers Fermentieren lernen mit Britt Werner. Das ist Dozent, sie ist eine Dozentin hier an der Stiftung. Und wir haben sogar ein paar Zuschauer dazu bekommen. Das war gar nicht geplant, aber das macht es sicherlich noch lustiger, weil vielleicht bekommen wir dann auch noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Ja, wir werden sehen. So. Und wir fangen einfach mal an. Ich gebe das Wort an Britt und sie wird uns zeigen, wie sie es macht. Genau. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir gucken heute mal, wie wir Möhren fermentieren. Das heißt, wir machen sie haltbar auf eine ganz spezielle Art, die auch schon ja, eigentlich ziemlich lange benutzt wird. Und ich habe mir die Möhren ausgewählt. Man kann es natürlich mit ganz vielen Gemüsesorten, auch Obstsorten machen. Und ja, ich habe hier ein paar schöne Möhren mitgebracht. Wichtig ist dabei, dass wir gerne Biogemüse nehmen, weil eben wir brauchen zum Fermentieren Mikroorganismen, und zwar in diesem Fall die Milchsäurebakterien. Und die sind eben auf Biogemüse zahlreicher vorhanden als eben auf anderem Gemüse, da kann ich meistens zumindest auch noch mal kurz was zu sagen. Denn beim Fermentieren, das ist ja eine sehr alte Haltbarkeitsmachmethode, die wurde damals im Herbst verwendet und diese Sachen sind normalerweise für ungefähr ein halbes Jahr haltbar. Das heißt, das geht dann bis zum Februar des nächsten Jahres und in der Zeit müssen sie auch gepflegt werden, wenn man es nach alt hergebrachter Art macht. Inzwischen ist das ja fast eine Modeerscheinung geworden, die aber sehr gesund ist. Und es ist wirklich wichtig, dass die Obst- und Gemüsesorten gute Qualität haben, weil letztlich verarbeiten die Milchsäurebakterien die Kohlenhydrate da drin. Und wenn die Nährstoffe nicht mehr enthalten sind, wird das manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Ich habe mir jetzt hier die schönsten Möhren rausgesucht, habe die einmal abgewaschen. Dann können wir, machst du jetzt mit? Ja, ich mache jetzt mit, ja klar, gerne. Die, die schlechteren habe ich rausgenommen, weil da eben dann auch schon viele Schimmelsporen oder Sachen dran sein können, die wir eben nicht haben wollen. Wir schälen die einmal, schneiden die klein und schichten die dann in unsere Gläser. Vorher machen wir dann aber noch unsere Würzmittel rein. Ich habe hier verschiedene mitgebracht. Wir haben da unter anderem hier Koriander, Knoblauch, Minze. Ich habe auch Vanille mitgebracht oder Fenchel. Da kann man eben dann, je nachdem wie der Geschmack so ist, sich ganz individuell was zusammenstellen. Vanille und Möhren ist ja ziemlich interessant, oder? Hast du das mal gemacht? Genau, wir können es hier nachher auch mal probieren. Ich meine, hier ist auch eine Vanille mit dabei. Ich habe sie auch schon gemacht. Genau, ja. Das probieren wir nachher mal. Ja. Und es ist ja so, durch das Fermentieren wird ja einmal die Struktur des Gemüses verändert. Das heißt, es ist leichter bekömmlich und natürlich auch der Geschmack. Und ja, wie gesagt, mit Vanille ist es eben Geschmackssache. Und das gucken wir dann mal. Bin sehr gespannt. So, dann schnippeln wir mal los. Die Gläser sind übrigens schon sterilisiert. Mhm. Das ist beim Fermentieren ganz wichtig, weil hier benutzen wir keine Hitze, um die Mikroorganismen wegzubekommen. Das heißt, in diesem Falle müssen die Arbeitsmittel tatsächlich vorher richtig sterilisiert werden. Das heißt, wir haben die wirklich in heißes Wasser eingelegt, sodass da jetzt erstmal nichts mehr drin ist. So. Genau. Wichtig ist ja hinterher das Zusammenspiel, ne? Der Mikroorganismen. Wir wollen ja die guten unterstützen, die schlechten, die wollen wir ein bisschen ja, wegdrücken, sage ich mal, damit das Ganze dann auch lange haltbar ist. Ja,
schön. Und wenn ich das jetzt eingeweckt habe, kann ich das auch wirklich nur ein halbes Jahr stehen lassen, ja? Also, es ist ja sehr wichtig, dass man sauber und ordentlich arbeitet, weil es eben Schimmelpilze können entstehen. Mhm. Und das wäre natürlich gesundheitsschädlich. Also da muss man schon gut drauf achten. Man muss die Sachen zwischendurch auch pflegen. Das heißt, man verschließt die Gläser nicht komplett ganz auf Druck, sonst explodieren die irgendwann. Mhm. Man muss immer gucken, ist das Wasser schon verdunstet? Das Gemüse muss immer ganz unter Wasser sein. Und dann wird es ja eine Zeit lang draußen im Warmen fermentiert. Deswegen eben auch im Herbst, weil es dann ja nicht mehr ganz so warm ist, über den Winter haltbar, weil es draußen kühl ist. Früher war das natürlich noch wichtiger, weil es keinen Kühlschrank gibt. Jetzt haben wir ja den Kühlschrank, da können wir dann die Gläser reinstellen. Und dann müssen sie eben gucken, pflegen und dann ein halbes Jahr, manche Sachen vielleicht eventuell auch länger. Ja. Ne? Da gibt es noch ein bisschen was dazu zu sagen, weil die Industrie, es wird ja viel, zum Beispiel Sauerkraut auch fermentiert. Aber was man machen kann, es kommt immer ganz darauf an, ob man diesen gesundheitlichen Aspekt haben möchte oder ob man den... Weil die Milchsäurebakterien sind ja sehr gesund. Ja. Oder ob man das Sauerkraut haben möchte. Da gibt es ja zwei Anwendungsmöglichkeiten. Also es gibt ja Leute, die mögen einfach dieses sauer fermentierte Gemüse wirklich gern. Mhm. Bei denen ist dieser Milchsäureaspekt nicht unbedingt das, weswegen sie sowas haben möchten. Und wenn man jetzt sagt, also es säuert ja auch nach. Das heißt, es wird nach einer Zeit immer sauer. Das so. Habe ich bei meinen Mirabellen festgestellt. Ja, das wird immer sauer. Ja, eben. Aber was man da tatsächlich machen kann, ist, jetzt nehmen wir mal an, Ihre Mirabellen sind gerade so, dass Sie sagen, so jetzt sind sie genau perfekt. Dann können die eingekocht werden. Ja. Also dann kann man tatsächlich das nehmen, es wirklich ordnungsgemäß einkochen und dann bleiben sie genau da, wo sie sind und sind dann natürlich wie jedes Eingekochte haltbar für 1-2 Jahre oder, ich mag das immer nicht sagen, weil dieses Mindesthaltbarkeitsdatum stimmt ja eigentlich nicht. Ja. Es ist so lange haltbar, bis es schlecht ist. Also normalerweise sind diese eingekochten Sachen ja, irgendwann werden sie ein bisschen braun und dann sind sie nicht mehr ganz so ansehnlich. Vielleicht mag man sie da nicht mehr essen, aber im Wegmuseum stehen eingekochte Kirschen. Ich glaube, dieses eine Glas, das ist über 100 Jahre alt. Ja. Würde vielleicht keiner mehr essen. Aber das Vakuum ist intakt und eigentlich sind sie theoretisch noch essbar. Und das würde natürlich dann damit erreicht werden, wenn man es dann einkocht, wenn sie es gerade gerne mögen. Ja. Ne? Gut. Ja. Und dann sind auch die Bakterien nicht mehr so wichtig, weil die sind nämlich dann alle, weg, hinüber. Genau. Gibt es noch irgendwelche Fragen jetzt hier an der Stelle, wo wir gerade so schön am Schnippeln sind? Ja, also ich würde zum Beispiel hören, schrubbe ich nie, die bürste ich nur gut sauber, weil ich immer sage, unter der Schale ist das meiste was Gutes für den Menschen. Ne? Ja, das ist beim Fermentieren nicht so gut, weil die beim Fermentieren arbeitet man nicht mit Hitze. Und die Mikroorganismen, die in diesen kleinen schwarzen Stellen sitzen, die können sich tatsächlich vermehren bei dem Säuregehalt, was dann da ist. Das heißt, beim Fermentieren muss man das machen. Bei anderen Sachen nicht unbedingt. Also wenn Sie die Sachen einlegen, ganz normal einkochen, ist das überhaupt kein Thema. Beim Fermentieren muss man es leider, weil da hat man sonst leider Gottes ein paar Reinfälle. Ne? Ja? Ja, ich meine nur auch für den täglichen Gebrauch würde ich, also ich würde nie... Nee, muss man nicht. Nein, das muss man nicht. Nee, das muss man nicht. Sie haben völlig recht. Also die Vitamine sitzen direkt unter der Schale oder sogar in der Schale. Es geht nur jetzt in diesem Falle darum, dass wir hier bei dieser Methode das nicht machen dürfen. Ansonsten haben sie völlig recht. Aber ist es generell so, dass man es nicht machen darf? Weil ich Frau Wüstefeld jetzt so verstanden habe, sie würden das gern fermentieren und dann direkt verzehren. Also Milch sauer vergären und dann gleich essen und gar nicht wirklich lange aufheben oder... Nee, ich habe nur gedacht, weil sie alles so schnippeln und so einen Bergabfall haben, den habe ich also nie, weil ich immer mein Gemüse nur putze, ne? Ja, achso. Also fürs Fermentieren ist, wie gesagt. Genau. Leider Gottes, gibst du mir mal 1-2 Möhren bitte der Maschine. Hier ist noch eine dünne. Also wir haben ja jetzt hier schon relativ dünne Möhren. Ich schneide es immer so, dass es hinterher alles relativ gleichmäßig ist, damit eben die Salzlake überall gut rankommt, damit es auch einfach optisch schön ist im Glas. Und genau. Wollen wir es in Stiften schneiden oder wie machen wir das? Also ich würde es in Stifte schneiden, jetzt vielleicht bei den Kleinen hier einmal durch und halbieren und dann schön reinstapeln. In Ordnung. Na, dann machen wir das doch mal. Und bei den dickeren, ja, da gucken wir einfach. Und Viertel vielleicht, ne? Genau.
Aber man kann es theoretisch ja auch noch kleiner schneiden, wenn man sich die Arbeit machen möchte. Wichtig ist halt, dass es hinterher komplett unter der Lake ist. Und ich denke, das ist mit Stiften ein bisschen einfacher, als wenn wir viele kleine Stücke machen. Da müssen wir auf jeden Fall eine Beschwerung nehmen. Wie ist das Gewürze nach unten? Genau. Oder wie machen wir das? Wir machen jetzt die Gewürze zuerst nach unten. Welche Gewürzrichtung möchtest du gerne? Ich weiß nicht, ich habe jetzt Minze mitgebracht, ich hätte Ingwer, Knoblauch. Also ich liebe Ingwer. Ja. Wollen wir noch was anderes dazu tun? Wie du möchtest. Vielleicht Ingwer-Vanille? Ja, das wäre doch mal eine echte. Lass uns mal Ingwer-Vanille probieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nachher eine gute Geschmackskombination gibt. Okay. Wie viel wollen wir denn da reintun von dem? Also ich würde sagen, von dem Ingwer so viel, dass wir auf jeden Fall den Boden bedeckt haben. Und von der Vanille, wir haben ja jetzt ein relativ hohes Glas, könntest du einfach auch 2/3 reinpacken. Okay, dann schäle ich jetzt den Ingwer. Ja. Okay, gut, dann mache ich das mal. So vielleicht? Das ist jetzt natürlich ziemlich viel, ne? So? Ja, wenn du so, naja, so 2 mm dicke Scheiben, könntest du dann unten auf dem Boden gut verteilen. Okay. Wenn es zu wenig ist, nimmst du einfach noch ein bisschen mehr. In Ordnung. Okay, so, und dann fangen wir einfach mal an und stapeln das rein. Man könnte es jetzt natürlich auch hochkant machen, wenn man sich die Arbeit machen will. Ist natürlich dann ein bisschen fummelig vielleicht vom Halten. Du legst sie rein, ne? Ja, ja, ich. Wenn das auf die Seite. Ja. Da habe ich jetzt so richtig gedacht. Das kommt bei uns alles ins Video. Von mir aus. Sehr schön. Semi-professionell. Aber die Geschmacksrichtung finde ich ja schon sehr. Das ist ja abenteuerlich, ne? Ja. Also man muss es. Die Kombination wäre ich nie drauf gekommen. Ja, da kann man ja auch ganz kreativ werden, denke ich. Ich meine, dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es eben nicht. Ja. Und das ist eben, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Ich denke, dass die Säure auch ihren Teil tut, weil ja, wenn man jetzt einfach nur so Ingwer und Vanille und so, das kennt man ja, ja, aber durch diese Veränderung, ich bin auch ganz gespannt, was daraus wird. So. Wie voll füllen wir es denn? Also wir füllen es nicht bis ganz oben hin. Wir brauchen ja ein bisschen, dass tatsächlich alles mit der Lake bedeckt ist. Ja. Also würde ich mal sagen, hier so knapp unter dem Rand. Okay. Unter dem, naja, wie nennt man den hier? Das weißt du besser. Naja, in diesem Fall ist es der Anfang des Gewindes. Der Anfang des, genau. Unter dem Anfang des Gewindes. Wir wollten jetzt genau wissen, ob die, wenn ich jetzt das eingelegt habe, also zum Beispiel eine Erbse, das ja, weil das auch optisch schön ist, grün, ja, und Erbsensauce, ja, und die Möhre, kann ich das dann gleich essen oder muss ich das dann nochmal irgendwie erhitzen, dass es weich wird? Das nicht. Nein, ja, also das können Sie gleich so essen. Sie könnten es natürlich auch erhitzen, ne, könnten es an Gerichte mit dazu tun, auch nochmal für so ein besonderes Geschmackserlebnis, aber im Grunde ist das die Konsistenz der Möhren, das wird schon, verändert sich auch. Die Möhre ist ja so sehr hart, aber die Möhre wird im Laufe der Zeit immer weicher. Aber eben nicht so, dass sie jetzt dieses Breiweiche bekommt wie beim Kochen. Ne? Also sie hat immer schon noch so ein al dente, ein Biss dabei. Und die Erbsen natürlich, da verändert sich das auch. Aber das ist natürlich dann einfach von der Struktur her. Die Möhre ist ja viel größer und kräftiger insgesamt. Ne? Und das ist dann eben bei der Erbse nachher einfach auch ein bisschen anders. Aber ist bestimmt spannend im Biss. Ich denke, man sollte das mal ausprobieren. Also vom Konservierungsaspekt her macht das keinen Sinn. Ja, ja, genau. Also es ist auf jeden Fall weder schädlich noch nicht machbar. Ich denke, das ist einfach etwas, was man da mal ausprobieren muss. Ne? Also gehen tut es auf jeden Fall. Jetzt müssen wir ja gucken wegen unserer Salzlake. Da ist eben die Konzentration einmal wichtig, ganz klar. Wenn man zu viel Salz nimmt, ist das nicht förderlich. Wenn man zu wenig nimmt, dann hat man eben diese konservierende Eigenschaft nicht. Das Salz tötet ja auch einfach diese Mikroorganismen ab, die wir nicht drin haben möchten. Und wichtig ist auch, dass wir tatsächlich unbehandeltes Salz nehmen, dass es keine Rieselhilfen enthält, dass es nicht fluoriert oder jodiert ist, sondern dass es reines naturbelassenes Salz ist, Meersalz. Oder wir haben hier aus der Region Göttingen, da haben wir die Luisenhaller Saline, da kriegen wir total schönes Salz her, total gutes Salz, naturbelassen. Mhm. Und ja, das merkt man auch am Geschmack. Also das kann man ja mal probieren, einfach so naturbelassenes Meersalz oder natürlich auch dieses hier mit dem Jodierten. Das ist vom Geschmack wirklich ein ganz krasser Unterschied. Mhm. Ja?
Wir nehmen dann 1 Liter Wasser. Ich habe das vorhin schon mal hier angesetzt. Und es war gut warm, das Wasser. Und man gibt 15 bis 30 Gramm Salz dazu. Das ist so die Konzentration, die nötig ist, um das eben gut zu konservieren. Und dann lässt man es ein bisschen abkühlen und dann können wir das jetzt mal auffüllen. Okay. Magst du zuerst? Da gibt es doch irgendwie diesen Spruch, dass man das Wasser nicht man sollte es nicht im aufgekochten Wasser machen. Weißt du warum? Nee, das weiß ich nicht. Weil ich habe das immer wieder gelesen. Ich wüsste keinen Grund, warum man es nicht ins kochende Wasser rein tun dürfte. Okay. Nö, das ist kennt ja auch keiner, ne? Nee. Weil das sagt es überall, sagt immer, ja. Man muss das Wasser nur heiß haben, nicht aufkochen. Und ich kenne keinen technischen Grund, warum das notwendig ist. Naja, so wenn das mal irgendjemand weiß, her damit. Vielleicht kriegen wir das ja gelöst. Genau. Okay. So, und ich fülle jetzt auf, bis du sagst Stopp. Genau, bis alles bedeckt ist. Ich muss sicherlich zusehen, dass da keine Wasserblasen sind, ne? Das macht man, glaube ich, mit auf dem Boden schlagen, ne? Genau, so ein bisschen. So, noch ein bisschen mehr, oder? Auf den Boden schlagen würde ich es jetzt nicht. Ich würde so leicht nicht auf den Boden, auf den Tisch natürlich. So, aber hier sehen wir jetzt, das ist ganz interessant, wenn man so einmal hinguckt, denkt man, okay, das ist schon voll, aber hier ist eine Stelle, die guckt tatsächlich noch raus oder an zwei Stellen sogar. Ja, ich mache also und jetzt noch was da rein. Da müssen wir auch gucken. So, was ist denn, wenn das jetzt oben schwimmt? Ich meine, es schwimmt tatsächlich nicht oben. Genau, das haben wir gut hingekriegt. Okay. Wenn es jetzt tatsächlich oben schwimmt, dann können wir das beschweren. Wir könnten Steine nehmen und die wirklich gut sauber machen. Mhm. Wir können aber auch, manchmal hat man das hier zu Hause, ich muss das mal hier so ein bisschen vorsichtig rausholen. Murmeln! Oh, das ist ja eine super Idee. Auf die, also bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Toll. Man kann auch so ein Mülltuch nehmen, das kocht man natürlich vorher auch richtig gut aus. Und die Murmeln sollte man vorher vielleicht auch einmal entweder in kochendes Wasser, ne? So wie mit den Gläsern. Eine oder tolle Idee. Diese hier waren jetzt in der Spülmaschine und wurden da einmal mit durchgejagt. Und dann können wir dieses Säckchen nehmen und legen das dann eben hier oben drauf. Ja. Und dann wird alles runtergedrückt und dann fermentiert das genauso gut. Tolle Idee. Super. Und das brauchen wir in diesem Fall aber nicht, weil alles unten ist. Genau. Das muss aber sicherlich immer wieder geprüft werden, ne? Ja. Also, wir machen das ja jetzt nicht ganz zu, eben wegen der Gase, die sich da bilden können, Kohlendioxid. Und natürlich wird dann auch Wasser verdunsten. Also das ist der natürliche Vorgang. Deswegen immer wieder kontrollieren, dass wirklich alles bedeckt ist. Und das vielleicht auch sogar jeden Tag, damit einfach, ne, sobald Schimmel ist, muss man es leider tatsächlich alles wegmachen. Ja, okay, in Ordnung. Genau, was vielleicht noch? Was fragen? Natürlich. Ist denn da irgendwie jetzt, wir haben es jetzt zugemacht, früher gab es doch da so ein Gummi oder irgendwas drum. Ist da kein Gummi drum? Ist richtig zu? Das ist ein, dieses hier ist ein Drahtbügelglas. Das, ach, jetzt sehe ich es doch. So, das kann man, das ist, ich finde es eigentlich fürs Fermentieren nicht so gut, weil wenn man das zumacht, dann ist es wirklich richtig zu. Man kann hier das so machen, aber dann hat man hier immer eine Öffnung. Also eigentlich ist es dafür nicht ideal. Es sieht schön aus. Aber das müsste dann wirklich, ich würde es dann zumachen und jeden Tag einmal aufmachen und prüfen und wieder zumachen, weil sonst bilden sich ganz viele Gase und wenn man es dann aufmacht, wird es abenteuerlich. Also es wird gerne genommen zum Fermentieren. Also es gibt, wir haben viele Kunden bei uns, die nehmen das unheimlich gerne dafür. Ich weiß nicht, so von meinem Gesichtspunkt aus würde ich jetzt, ich würde lieber ein Schraubdeckelglas nehmen und das nicht ganz zumachen. Genau. Wichtig ist, oder kommt drauf an, wie viel Arbeit man haben möchte, wenn man solche Gläser hat, die eben nicht ganz geschlossen sind, dass man vielleicht es einfach auf ein Tuch wenigstens stellt oder auf eine Schale, weil eben durch diese Gase kann das so ein bisschen hochblubbern und natürlich auch überlaufen. Ne? Und dann hat man die ganze Salzlage eben da, wo man das Glas lagert. Das wäre vielleicht auch eine Sache, die noch ganz wichtig wäre. Okay. Genau, ich möchte auch nochmal auffüllen. Mhm. Also hübsch aussehen tut das wirklich sehr. Und wenn die sich vollsaugen, dann geht wahrscheinlich das ganze Gemüse auch eher weiter runter, ne? Genau. Also hier würde ich jetzt vielleicht dann schon gucken, dass ich das nochmal runterkriege. Ja, oder festkriege. Mhm. Oder vielleicht dann auch tatsächlich was drauflegen. Na, also man muss halt sorgfältig sein, das ist ganz wichtig, um eben keinen gesundheitlichen Schäden dann davon zu tragen. Und
Genau, man lässt es dann 4 bis 10 Tage draußen stehen. Mhm. Man kann eben, sage ich mal, den Säuregrad auch noch ein bisschen variieren. Ich sage mal 15 bis 30 Gramm Salz, das ist ja schon ein kleiner Spielraum. Je mehr Salz, desto salziger schmeckt es eben nachher auch. Und ja, und dann wartet man 4 bis 10 Tage und danach ab in den Kühlschrank und dann essen und schmecken lassen. Also das heißt mit anderen Worten, da gibt es übrigens eine Sache, die den Sicherheitssalzbestand, den man immer so sagt, sind 20 Gramm auf einen Liter, weil bei 15 kann es mal zu wenig sein, je nachdem wie viel Gemüse man drin hat. Das heißt bei 20 sagt man eigentlich immer so, das ist so ein Mittelwert, wo man sagen kann, damit kommt man eigentlich gut klar. Leute, die sich gut auskennen und die wissen, okay, das funktioniert immer, können auch 15 nehmen, aber 20 ist eigentlich so das Sicherheitsding. Genau. So, und die nächste Sache ist, der ist in den Kühlschrank stellen, nach wie vielen Tagen? 10 bis 14, ne? 4 bis 10 Tagen. Nach 4 bis 10 Tagen verursacht natürlich dann, dass die Mikroorganismen sich nicht weiter so schnell vermehren. Das heißt, es wird nicht saurer und saurer und saurer und irgendwann mag man es nicht mehr. Ne? So, Im Grunde stoppt es im Kühlschrank. Ja. Und das ist dann vielleicht minimal, was das dann nochmal nachgärt. Und dann, ja, eben so lange haltbar, bis es tatsächlich schlecht ist oder wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, ein halbes Jahr. Ja. Woran merkt man, dass es schlecht wird? Also, wenn wir das jetzt hier länger drin lassen, durch die Fermentation wird es auf jeden Fall trüb. Das ist kein Zeichen dafür, dass es schlecht ist. Ne? Mhm. Das passiert einfach durch die Milchsäurebakterien. Das wird dann tatsächlich so ein bisschen wie milchig. Und wenn man es aufmacht und hier am Rand irgendwo Schimmel sieht oder auch an dem Gemüse dann Stellen sieht oder so, dann würde ich davon abraten. Mhm. Also, ne, es kann ja auch sein, dass jetzt irgendwie an der untersten Möhre irgendwie gerade noch so viele Sachen dran waren und das dann verdirbt. Also da muss man schon genau gucken. Und ansonsten sieht man es eben oben, diesen Schimmel an. Würde man es auch schmecken, wenn es schlecht wird? Wahrscheinlich schon. Also ich selber habe jetzt noch kein schlechtes gehabt. Und das ist doch schon mal gut. Man muss natürlich ein bisschen gucken. Wenn man jetzt natürlich so irgendwelche Kombinationen ausprobiert mit diesen verschiedenen Gewürzen und man das ja nicht so kennt. Man weiß ja vielleicht nicht, wenn man jetzt den Knoblauch und die Minze nimmt, wie soll das jetzt schmecken? Das kann ja dann auch ein Geschmackserlebnis sein, wo man erstmal sagt, ah, okay, das ist jetzt... Ja, klar. Muss nicht unbedingt sagen. Ja. Also herzlichen Dank, das war ganz toll. Vielen Dank für die Zuschauer. Das war ja, hat es ja nochmal so richtig ein bisschen Pep eingebracht. Genau, und wir können jetzt auch gerne nochmal hier die Proben, die schon vorbereitet sind, können wir gerne nochmal probieren. Also unbedingt. Zum Beispiel Möhre Vanille. Ja, her damit. Okay. Wir haben jetzt fast alle Möhren durchprobiert. Und zwar Ingwer, Minze, Knoblauch Vanille. Vanille. Ja. Das war ganz nett, aber also Ingwer und Knoblauch und so war ganz toll, oder? Mhm. Und ist ganz toll im Biss, hat unheimlich gut geschmeckt. Möchte noch jemand anders was dazu sagen? Ja, es hat Spaß gemacht, es hat geschmeckt. Ja. Okay. Und schön, dass auch noch so viele mit dabei waren. Vielen Dank, dass wir davon profitieren durften. Wirklich viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. So. Ich hoffe, der Workshop hat euch gefallen. Wir hatten auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine Menge gelernt. Ich bin mit dem Fermentieren immer so ein bisschen, ich habe mich da noch nicht so ganz rangewagt, aber ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich einfach und ich werde mich jetzt darum mal ein bisschen kümmern. Dann möchte ich noch etwas zu Britt Werner sagen, denn wie wir im weiteren Verlauf feststellten, ist Britt Teil eines Vereines und auch im Vorstand, der einen ganz interessanten sozialen Aspekt angeht. Und deswegen möchte ich jetzt hier im Anschluss nochmal zeigen, was sie dazu zu sagen hat. Das haben wir nämlich extra einfach mal aufgenommen. Und den Link dazu findet ihr dann auch in diesem Video. Und damit verabschiede ich mich jetzt und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sitze jetzt hier mit Britt, denn Britt hat eben ganz wunderbar mit uns fermentiert. Und ich würde gerne, dass du uns mal erzählst, was du eigentlich sonst machst. Sie hat nämlich eine ganz tolle Sache, die sie da unterstützt. Genau. Ich bin im Lehrgarten in Duderstadt und wir machen mit Kinder- und Jugendgruppen ganz viele spannende Veranstaltungen rund um das Thema Natur, aber auch Essen. Wir mahlen Getreide, machen daraus einen Teig,
backen dann Brötchen im holzbefeuerten Lehmbackofen und kochen Suppe auf offenem Feuer, verarbeiten das Gemüse eben und haben mit den Kindern eine ganz tolle Zeit. Ja, es ist immer sehr herzig und sehr schön. Zum Abschluss wird gemeinsam gegessen und also da können die Kinder ganz viel mitnehmen und wir als Dozenten können eben auch ganz viel mitnehmen. Das heißt, die verarbeiten, die ernten, die macht eigentlich alles von der Ernte bis zum Kochen und Essen. Ja, wir haben ein paar Hochbeete, da können die Kinder selber erleben, was es eben heißt, Beete zu beackern, vorzubereiten, einzusehen, das Wachsen zu sehen, was es bedeutet zu warten, dann eben auch zu ernten und letztendlich dann auch zu verarbeiten. Wir haben auch noch 14 ökologische Stationen, wo die Kinder dann eben über die verschiedenen Kreisläufe in so einem Garten was lernen. Zum Beispiel ein Kompost, der immer sehr interessant ist, ne, wo dann viel untersucht werden kann, die Tiere, die da drin rumkrabbeln und was da so ist. Wir haben auch einen schönen Teich mit einer Brücke darüber. Da liegen die Kinder ganz oft und gucken eben so, was ist da im Wasser los. Oder auch ein Totholzhaufen, wo einfach verschiedene Lebensräume erkundet werden können. Mhm. Wir haben das ganze Areal, eben wächst das ganze Jahr über die Wiese, so wie sie halt wächst. Da sind dann nur die Wege reingemäht, da können die Kinder quasi auch Verstecken spielen oder einfach mal gucken, was kreucht und fleucht da in der Wiese. Und wow, das ist ja toll. Genau. Und habt ihr das ins Leben gerufen? Das hat mein Vater ins Leben gerufen vor ungefähr 20 Jahren. Der war Förderschullehrer und hat das Projekt mit Schülern gestartet. Die haben eben da auch so ein Fachwerkhaus nach altem Vorbild aufgebaut und eine Komposttoilette haben sie aufgebaut und eben das ganze Areal gestaltet. Jetzt im Moment haben wir wieder ganz viele Umbauarbeiten, weil wir halt die Struktur ein bisschen ausweiten wollen. Ein Küchenhäuschen wird jetzt gerade noch gebaut, dass wir auch eine Spülmaschine haben. Ja. Um eben einfach diese wachsende Anzahl von Veranstaltungen und die Kinder, die halt immer mehr kommen, da einfach auch gut versorgen zu können und dann im Endeffekt die Arbeit ein bisschen erleichtert zu kriegen. Wow, das hört sich richtig toll an. Ja. So, und wo kann man euch finden? Oder wie kann man euch finden? Genau, man findet uns in Duderstadt, quasi an der Stadtmauer oder auch im Internet unter lehrgarten-duderstadt.de. Genau, also gerne mal besuchen. Ist sicherlich eine Reise wert. Ich muss übrigens auch da nochmal vorbeikommen. Also ich finde es wirklich ganz, ganz spannend. Ja, herzliche Einladung. Dann kochen wir was Schönes zusammen. Und unheimlich gern. Schön. Also Dankeschön. Ich danke auch.